Eine Tagestour ins Disneyland Paris, wie das so wird, das seht ihr nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es sind 5:30 an einem Samstag und heute startet der erste Vlog im Jahr 2022. Ja, wir haben lange überlegt, hin und her und werden uns heute ins Auto setzen. Jetzt gleich geht's los um 6 Uhr. Fahren dann in Richtung Disneyland Paris, werden dort einen schönen Tag verbringen. Denn heute ist auch noch ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Polkadot Day. Ja, was ist Polkadot Day? War für mich auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass, ihr kennt ja Minis Kleidung, dieses rote Kleid mit den weißen Punkten, und das nennt man wohl Polkadots, also Polka-Punkte. Und dieser Tag wird heute ganz besonders in Disneyland Paris gefeiert. Es gibt so ein bisschen Merchandise und wahrscheinlich auch Fotospots. Man soll einen Button bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob wir den bekommen, und das seht ihr natürlich alles jetzt im Laufe dieses Vlogs. Wir werden eine Live-Schalte zur Simone machen, also das wird auch sehr, sehr spannend werden, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, was gibt's noch zu erleben? Ja, das Disneyland Paris hat ja gestern eine News veröffentlicht, dass am 24., sprich morgen für euch, also es ist ja heute Sonntag, wo dieses Video veröffentlicht wird, es eine besondere News geben wird. Zum Tower of Terror wahrscheinlich, weil dieser Trailer sah so ein bisschen seltsam aus. Also ich versuche euch das jetzt mal hier einzublenden. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ihr könnt es sehen. Was es genau wird, ich habe noch keine Ahnung. Ich bin selber sehr gespannt. Werde euch das natürlich dann auch morgen so schnell wie möglich dann mitteilen. Vielleicht dann auch nochmal in einem Blitzvideo am Abend. Mal gucken, wie viele News es da gibt und ob sich das lohnt, dann auch daraus ein Video zu machen. Ja, Tower of Terror. Was ist meine Meinung? Was könnte es sein? Könnte es ein Umseaming sein zu Guardians of the Galaxy? Könnte sein, es sieht ja schon so ein bisschen so aus, aber ich möchte mich da noch nicht festlegen und lass mich da einfach mal überraschen. Wir schauen uns den Tower heute auf jeden Fall nochmal in seiner Ursprungsform an und können ja noch so ein bisschen fachsimpeln. Jetzt möchte ich mir erstmal die Schuhe anziehen, meine Tasche packen und dann geht's erstmal Richtung Paris. Wir sind jetzt inzwischen angekommen und heute ist ja ein ganz besonderer Tag, habe ich ja schon erzählt, denn heute ist... Na, die Infos kennen wir doch schon. Schalt um. Das ist jetzt Vorsatz. Eben ging es schneller. Ja, Maskenpflicht, wir wissen das. Abstand, wisst ihr, Hände waschen. Ja, und da Happy Polkadot Day. Heute ist Polkadot Day und was es zu erleben gibt, schauen wir uns jetzt an. Jetzt geht es zuerst mal los in den Studios. Inzwischen in den Studios angekommen und hier im Hintergrund könnt ihr schon so eine Kulisse sehen, die aufgebaut wurde für den Polkadot Day. Und ja, ich denke mal, dass Minnie dort gleich hinkommen wird. Brina hat gerade gefragt. In 10 Minuten kommt Minnie fürs letzte Mal heute. Also in 10 Minuten kommt Minnie fürs letzte Mal. Wir haben jetzt 10 nach 10. Also der Park hat eigentlich gerade geöffnet. Ja. Am Polkadot Day. Zum letzten Mal für heute. Ich setze mich auch hin. Ich glaube, ich muss mich ja hier bewerben. Ja gut, wir stehen jetzt auf jeden Fall in der Stange, werden dann hoffentlich Glück haben. Ja, kurze Entwarnung, also so wie es aussieht, Minnie war gerade da und in 10 Minuten heißt es, kommt dann nochmal eine neue Minnie. Von daher war das vielleicht nur ein Witz von einem Cast-Member, dass es dort schon das letzte Mal für heute war. Hey! Ils sont beaux! Ja, hier könnt ihr sehen, wir sind jetzt auch gleich dran. Hier vom Studio 1 wurde diese Kulisse hier aufgebaut. Sehr, sehr schön. Zwei so Regiestühle im Polkadot-Style und natürlich Minnie vor ja, so einer Disney Wall. Jetzt sind wir gleich dran. Hi Minnie! Beautiful dress! Yes! Bye bye Minnie! Have a nice day. Thank you. Bye bye. Ja, das war unser kleines Treffen hier mit Minnie. Da könnt ihr sie im Hintergrund sehen. Richtig schön gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir diesen besonderen Sticker oder Button, je nachdem was es gibt, ob wir den bekommen und wo es den gibt. Entweder hier vorne im Studioladen oder hier drin. Wir schauen einfach mal. Ihr seht sie hier, die Pre-30-Jahre-Kollektion. Hier ist erhältlich.
Es flimmert so ein bisschen, das Bild gerade sehe ich. Das liegt aber hier an den LED-Lichtern. Egal, man kann trotzdem genug erkennen. Ihr seht die Shirts. Die sehen tatsächlich in Real schöner aus, als ich sie jetzt auf den Bildern gesehen habe. Und auch den dazugehörigen Spirit-Jersey mit diesem Ladebalken. Wo wir jetzt die Theorie haben, dass das so eine Vorkollektion ist zum 30. Geburtstag. Und wenn der Ladenbalken dann voll ist, dann ist es dann endlich soweit. Ihr könnt sehen, hier hängen noch wirklich genug. Und von hinten sieht er dann so aus. Von hinten sieht er echt cool aus. Der Ladebalken ist einfach so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Ich finde, der ist auch irgendwie dünn, oder? Prina, ist der dünner? Der ist toll, aber der hier. Ja, der ist natürlich auch erhältlich. Schaut euch den an. Das war ja den ihr bei Shop Disney für 120 Euro kaufen konntet. Ne? Und hier kostet der, schauen wir, hier haben wir es, 75. Das muss ich sagen, ich wollte ich den hier heute anziehen, aber Daniel hat mir ganz schnell geschrieben, genau. Also schaut euch an, also passender kann man gar nicht angezogen sein als Prina heute. Das ist mein erstes Disney-Bound überhaupt, ich war 2016. 2016. So, wir gehen mal weiter. Die Farbe ist schon cool. Wir waren erfolgreich. Wir haben den Polka Dot Day Sticker bekommen. Er ist natürlich jetzt nicht besonders groß, aber sehr, sehr schön. Und ja, ein Pin wäre natürlich cool gewesen, also so ein Anstecker. Aber den gab es geschenkt, von daher auch richtig, richtig schön. Natürlich gibt es für diesen ganz besonderen Tag auch einen speziellen Magic Shot. Und der sieht so aus. Und den macht die Prina jetzt. Wir fahren jetzt eine Runde mit dem North Tower of Terror, denn am Montag, wir wissen es ja schon, gibt es ja eine große Ankündigung und wir warten mal, was mit dem Tower dann passiert. Ihr habt ja schon in der Story so viel geraten, was wohl passiert, ob es jetzt Guardians of the Galaxy wird oder ob es eine neue Show wird. Wir wissen noch nichts, aber am Montag werden wir es dann erfahren. Ich hoffe mal so morgens gegen 10, 11 Uhr können wir dann bei Instagram mehr sagen. Sind gerade vom Tower runtergekommen, haben noch liebe Leute aus Deutschland getroffen, mit denen wir zusammengefahren sind. Das war sehr, sehr cool und ja, ich hoffe mal, dass es nicht die letzte Fahrt in der Twilight Zone war. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich so schnell dann passieren sollte, also wenn er umgebaut wird. Aber wir bleiben, wir bleiben gespannt und warten ab der Dinge, die da passieren werden, aber jo. Es ist ja eigentlich schon so ein bisschen so ein logischer Schritt, denn hier nebendran macht ja dann der Marvel Campus aus. Von daher, ja, warten wir es ab. Wir haben in den Studios alles erlebt, was es zu erleben gibt, heute zum Polkadot Day und wir sind Tower gefahren. Und wir sind ja nur einen Tag heute hier, deswegen wechseln wir jetzt den Park, sind jetzt auf dem Weg in den Disneyland Park. Wollen wir mal uns anschauen, wie die Schaufenster so dekoriert sind, wie die neuen Poster sind auf den Bauzäunen vorm Schloss und ja, heute Abend gibt's auch die Parade. Ich war ja zuletzt hier vor 5 Wochen und da war ja noch Weihnachtssaison und da stand ja hier noch der Weihnachtsbaum. Da. Und jetzt kann man wieder das Schloss sehen von hier aus. Und ja, ist auch mal schön, wie Prina gerade schon gesagt hat, den Park einfach mal ohne Dekoration zu sehen. So ganz nackt, bevor es dann am 6. März dann losgeht. So ein bisschen Deko schauen wir uns jetzt schon mal an. Hier in den Schaufenstern. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal hier vorne an in Floras Boutique. Ich hoffe mal, dass es da noch die Pins gibt. Ja,
Wie versprochen, die ersten Schaufenster sind dekoriert hier im 30er-Design. Das sieht schon echt schön aus. Also das Logo gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier unten, ja, dieses Ladebalken-Ding, das haben wir ja schon öfters mal diskutiert. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns mal an. Ja, Brina ist schon am Shoppen. Nicht für mich. Nicht für dich. Ach, die sind aber ein bisschen klein. Aber real sehen die echt schöner aus als auf den Bildern, ne? Das muss man tatsächlich sagen. Also letzte Woche habe ich ja mal irgendwo gehört, dass es ausverkauft war mit den Spirit Jerseys, aber es gibt wohl noch reichlich. Aber ich will ja keinen Spirit Jersey, sondern ich hätte gern den 30 Jahre Pin. Und schauen wir mal, ob wir den hier noch irgendwo bekommen. Obwohl, der ist auch sehr, sehr schön, aber auch nicht der, den ich suche. Hier noch mehr Magneten, Schlüsselanhänger. Aber nein, sieht nicht so danach aus. Da gibt es natürlich etwas passend heute zum Polkadot Day, ohne Polkadot. Nein, das ist die Paris-Kollektion, die kennen wir ja schon. Und die Nuimours mit passender Kleidung. Ja. Mal schauen, ob wir den Pin noch irgendwo bekommen. Ich hoffe, man kann ihn erkennen. Da steht er, also hier vorne an der Kasse. Der ist schon echt richtig cool. Und ja, den muss ich natürlich jetzt mitnehmen. Das ist er, der Pin, den ich unbedingt haben wollte. Ich habe auch ab und zu mal einen Pin-Wunsch. Bin jetzt nicht der Sammler, aber den finde ich irgendwie richtig schön von den Farben her und vom Design. Deswegen bin ich froh. Ich habe jetzt mit dem Jahreskartenrabatt gerade mal 6,40 Euro da bezahlt und das ist völlig in Ordnung. Da müssen wir jetzt rein. Genau, wir müssen jetzt hier rein und müssen mal schauen, ob es den Gargoyle jetzt hier noch zu kaufen gibt. Und ob es vielleicht sonst noch was Neues gibt. Ach ja, guckt. Den Mickey's Dazzling Christmas Parade Zug gibt es tatsächlich immer noch. Obwohl Weihnachten auch. Guck mal, die ist auch wieder da. Ja. Die sieht anders da aus als früher, gell? Die meinst du? Ja. Die ist sehr meine schön, ist, ne? Glaube ich, anders. Ich glaube, meine hat das und das. Das ist sehr schön. Aber oh, man könnte so viel kaufen. Es ist so schlimm. Also dieser Laden hier ist wirklich ganz schlimm, aber es gibt keinen Gargoyle mehr. Ihr könnt sehen, der stand nämlich immer hier. Und ja, vielleicht im Frontierland. Was können wir kaufen? Eine Süßigkeitendose? Ach tatsächlich, guck mal, für 25 Euro könnt ihr euch eine Süßigkeiten-Candybox designen mit verschiedenen Designs. Da hinten stehen auch so ein paar Beispiele. Ach, Blumen gibt's auch. Da seht ihr das. Das ist schon voll schön eigentlich. Wir nähern uns jetzt hier langsam dem Schloss und ja, der Central Plaza ist zu. Da wird umgebaut an den Bühnen und ja, das wird garantiert mit dem 30. Geburtstag zu tun haben, dass da die Bühnen etwas angepasst werden. Und seit gestern, glaube ich, seht ihr hier diese tollen Poster hängen und ich würde sagen, wir drehen jetzt einfach mal eine Runde und schauen uns die alle mal an, sagen ein bisschen was dazu. Also hier steht es ja schon, ne, dass es am 6. März losgeht. Hier direkt meine Lieblingsattraktion, Phantom Manor. Das Bild hätte ich gern zu Hause. Hier wieder 30. Geburtstag. Der Big Thunder Mountain. Das Logo zum 30. Geburtstag. Die Molly Brown oder Mark Twain wegen dem Schaufelrad. Hm. Nochmal das Logo, was echt schön ist. Da haben wir nochmal eine Info. Captain Hooks Schiff. Das Logo. Der Eingang zum Adventureland.
Die Info, Skull Rock. Eine Info, das Schloss. Der Baum der Schweizer Familie Robinson. Das 30-Jahre-Logo. Dann haben wir hier nichts mehr. Das schöne, schöne Schloss. Wieder eine Info. Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas. Das 30er-Logo. Hier ist gerade ein Fotoshooting, da warten wir ganz kurz mal. Also das ist schon echt schön. Da muss ich nachher ein Foto von machen. So, weiter geht's. Da müsst ihr jetzt durch. Auch wenn das jetzt hier so langweilig ist, mir einfach hier durch den Park zu folgen. Aber das ist einfach zu schön. Das Karussell de Lancelot. Das schöne Logo. It's a small world. Die Info. Ja, dieser Laden im Fantasyland. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gleich kommt ein Auto. Die Info. Das Logo. Orbitron. Info. Space Mountain. Und gleich haben wir die Runde geschafft. Das Logo. Habe ich schon gesagt, dass es schön ist? Die Info. Das schöne Logo. Eine schöne Info. Und das war es dann tatsächlich. Eine Runde mit mir um den Central Plaza. Haben wir noch was vergessen? Nee. Hier nochmal die Info. Und ja, mit dem Bild entlasse ich euch jetzt. Ja, es war definitiv heute die richtige Entscheidung für den Tag hier hinzufahren, auch wenn das natürlich anstrengend ist, so eine Strecke hin und zurück. 3,5 Stunden sind wir ja hier hingefahren und es hat einfach mal, oder es tut einfach noch mal gut, so ein schöner Tag hier ja, im Disneyland Paris, so ein Tag voller Magie. Mal ein bisschen sehen, was hier so los ist. Natürlich ist im Moment sehr, sehr viel zu. Es sind einige Attraktionen geschlossen, haben wir ja schon gesehen. Auch hier im Disneyland Paris, Small World ist zu und ich glaube Pirates ist zu. Also sehr, sehr viel ist im Moment sogar zu. Schaut da gerne mal im Kalender auf der Disneyland Paris Seite nach. Da steht das dann auch alles nochmal detailliert, falls ihr jetzt in den nächsten Tagen hinkommen wollt. Aber Anfang Februar, ich glaube am 4. Februar macht sehr, sehr vieles schon wieder auf. Also dann wird es dann wieder etwas besser werden. Das Wetter passt auch. Hauptsache es regnet nicht. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ein bisschen Sonne da gewesen wäre. Aber wir wollen es nicht beschweren. Hauptsache trocken. In einer guten halben Stunde haben wir einen Tisch im Plaza Gardens Restaurant. Da war ich schon ewig nicht mehr essen. Wir waren ja dort zu Tea Time letztes Jahr, wo dieses Princess Celebration war. Aber Mittagessen habe ich da schon ewig nicht mehr gehabt und darauf freue ich mich jetzt sehr. Ich bin mal sehr gespannt. Gerade die Desserts sind ja immer sehr, sehr beliebt hier. Ich bin gespannt, was es alles so gibt. Aber das zeige ich euch natürlich dann auch gleich noch hier im Video. Ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit und machen ein paar Fotos hier vom Schloss und schauen mal, was der Tag noch so bringt. Ich habe euch ja schon versprochen, dass wir jetzt eine Live-Schalte machen nach Orlando. Da ist im Moment die Simone und besucht dort das Walt Disney World. Und ja, wollen wir mal hören, ob sie da ist? Simone, wir sind hier im Disneyland Paris. Kannst du uns hören? Simone! Daniel? Prina? Könnt ihr mich hören? Ja. Die Verbindung ist so schlecht über den Atlantik. Prina, Daniel. Ah, jetzt höre ich euch. Hallöchen und liebe Grüße aus dem Animal Kingdom. Hinter mir seht ihr den Tree of Life und das Wetter ist heute grandios. Bin gerade ein bisschen Rafting gefahren, deswegen sind meine Haare nass. Aber ich habe hier eine wunderschöne Zeit im Walt Disney World in Orlando. Und ich hoffe, Daniel und Prina haben eine tolle Zeit im Disneyland Paris gehabt. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Und
Viele Grüße aus dem Animal Kingdom und wir sehen uns dann in meinen Vlogs wieder. Wir laufen gerade in Richtung Fantasyland und wenn ich mich hier umdrehe, seht ihr, dass It's a Small World ja renoviert wird. Das wissen wir ja auch und ist schon so ein bisschen traurig. Das Ticken fehlt so ein bisschen hier im Fantasyland und ja, da oben diese Gerüste, die aufgebaut sind, sieht schon sehr traurig aus. Aber ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es dann, ich denke mal, zum Ende des Jahres dann wieder eröffnet wird. Zeit für unser Dinner. Wir haben jetzt unseren Tisch hier im Plaza Gardens Restaurant. Also wer nicht weiß, wo es befindet sich direkt gegenüber vom Schloss, also hier am Ende der Main Street. Und ja, es ist, glaube ich, ein Buffet-Restaurant. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was es da alles so zu essen gibt. Wir sitzen jetzt hier im Plaza Gardens, haben gerade bezahlt und das Essen kostet, ich muss jetzt mal gerade schauen, ob man es noch sehen kann, 36 Euro das Buffet für Erwachsene und dann habe ich mir zwei Getränke dazu geholt. Dann gab es dann noch den Infinita-Rabatt dazu, das sind 6,17 Euro, die abgezogen worden sind. Habe ich für das Buffet und zwei Getränke habe ich 34,93 Euro bezahlt. Das ist eigentlich in Ordnung, finde ich. Ihr könnt da hinten sehen, da ist das Buffet aufgebaut, das geht da vorne. Ich nehme euch gleich mal eine Runde mit und dann schauen wir uns das mal an, was es ja alles hier so gibt. Ja, schauen wir uns jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf an, was es hier alles so auf dem Buffet zu essen gibt. Ihr seht, es sind lauter Vorspeisen. Es gibt natürlich Käse. Hier gibt es, das sieht aus wie Geflügel. Hier verschiedene warme Speisen, das sieht wirklich sehr gut aus, auch Lachs. Da sind wir schon bei den Desserts, das auch sehr gut aussieht. So, aber das war noch nicht alles, denn es geht weiter und wenn, dann möchte ich euch natürlich auch alles zeigen. Wir gehen jetzt hier noch auf die andere Seite, verschiedene Salate, auch Salate. Was das ist, weiß ich gar nicht. Sieht sehr gut aus. Hier Fleisch aufgeschnitten und dann auch noch verschiedene warme Speisen. Und auch hier nochmal ein paar Dessert-Variationen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und ja, schnappe ich jetzt mal zu. So, jetzt seht ihr mich auch mal ohne Maske heute noch. Ja, wir sitzen jetzt immer noch im Plaza Gardens Restaurant, hatten gerade unsere Vorspeise und Hauptspeise. Beides sehr lecker. Ich glaube, ich habe das letzte Mal so gut hier im Disneyland gegessen, wo wir im Sommer im Manhattan Restaurant essen waren. Wirklich für den Preis, was wir hier bezahlt haben, super frisches Essen. Es gibt ganz viele verschiedene Salate als Vorspeise. Es gibt Fisch, es gibt Pastete bei den Hauptspeisen, Kalbsfleisch, es gibt Lachs, es gibt Nudeln, es gibt Kartoffeln, es gibt Reis, es gibt verschiedene Soßen, Gemüse, also wirklich eine ganz, ganz große Auswahl. Da findet wirklich jeder etwas. Und ja, Dessert hatte ich noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall jetzt noch holen. Wir sind gerade aus dem Plaza Gardens gekommen und warten jetzt auf die Parade, auf Stars on Parade. Das erste Mal seit 2020, oder? Seit März? Februar 2020 habe ich die Parade das letzte Mal gesehen und damals war es ja so, ich habe sie nicht mehr vermisst, weil es ist ja immer irgendwie dieselbe Parade. Aber jetzt freue ich mich drauf, sie wiederzusehen. Und es gibt ja jetzt auch einen neuen Wagen. Was heißt einen neuen Wagen? Die Prinzessinnen sind ja jetzt auch dabei. Die dürfen jetzt auch von ihrem Wagen runterwinken. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt ein paar Ausschnitte und ja, dann los geht's.
war Stars on Parade. Das erste Mal seit über anderthalb Jahren, dass ich das gesehen habe. Fast zwei Jahre jetzt her gewesen. Total schön war es. Also es war jetzt wirklich was Besonderes. Auch die zwei Paradewagen, also der Prinzessinnenwagen und der Nemo-Paradewagen, an den ich mich gar nicht erinnern kann. Ich glaube, der ist jetzt auch wieder mit dabei. Also wirklich schön. Man hat den Spaß gesehen bei jedem einzelnen Darsteller bei dieser Parade. Richtig, richtig schön. Also wenn ihr hier seid, lasst euch auf jeden Fall Stars on Parade nicht entgehen. Es ist jetzt kurz nach 5 und der Tag neigt sich auch schon so langsam dem Ende. Das geht immer so ruckzuck irgendwie. Die Stunden fliegen an einem vorbei. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Wir sind jetzt hier im Adventureland, wie ihr sehen könnt. Und machen es jetzt auf in Richtung Phantom Manor, denn ein Disneyland-Paris-Besuch ohne Phantom Manor ist kein Disneyland-Paris-Besuch. Außer Simone ist dabei. Außer Simone ist dabei, dann fahren wir nix. Da kennt die nämlich nix. Aus Phantom Manor ist dann doch nichts geworden. Big Thunder Mountain wurde gerade evakuiert und dann sind natürlich alle Leute rausgestürmt und dann dementsprechend natürlich zu den anderen Attraktionen gelaufen, wie auch Phantom Manor. Und da jetzt 20, 30, 40 Minuten anzustehen, ist uns dann doch zu lang. Und ja, dann gibt es halt doch jetzt einen Ausflug ohne Phantom Manor. Aber ich habe wenigstens mal kurz zugewunken. Also, ich hätte mich mit dir abgestellt. Genau, aber wir bummeln jetzt lieber noch ein bisschen und wir bummeln jetzt noch ein bisschen. So läuft das also. Wir bummeln jetzt noch so ein bisschen schön hier über die Main Street. Ihr könnt euch hier nochmal die schöne Bauzaunausstellung ansehen. Und ja, das Schloss ist schön beleuchtet. Mal nicht blau beleuchtet. Also so sieht es auf jeden Fall schon mal hübscher aus. Und das Blau, das beißt sich immer so in der Kamera. Das war unser Tagesausflug, unser Tag hier im Disneyland Paris. Es ist jetzt gleich 6 Uhr und ja, ich sitze hier vorne schon jetzt am Town Square und Brina ist noch kurz hier bei Floras. Ihr wisst schon, den Laden hier vorne direkt gegenüber vom Emporium. Und wir machen es jetzt dann gleich auf in Richtung Auto. Wir müssen dann ja noch 3,5 Stunden nach Hause fahren, was aber ganz chillig ist, weil es ist ja nicht so spät. Also von daher geht das schon in Ordnung. Ich bin dann so um circa, ich denke mal so 10, 10:30 zu Hause. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag und es hat echt gut getan, habe ich ja eben schon mal gesagt, hierher zu kommen, diesen Stress auf sich zu nehmen. Aber es war nicht viel Betrieb. Wir haben einiges machen können, haben viel gesehen, haben Fotos gemacht, haben ja für euch aufgenommen, haben die Parade noch mal gesehen. Also ab und zu muss einfach so ein Päckchen, so ein Paketmagie sein. Und ich habe jetzt so ein bisschen geschwankt, fahre ich zum Phantasialand, weil da ist ja jetzt Saisonende morgen, oder komme ich hier ins Disneyland Paris. Und ich habe mich natürlich fürs Disneyland Paris entschieden, weil es dann doch irgendwie die bessere Entscheidung war. Jo, das war's dann jetzt auch. Mehr gibt's überhaupt gar nicht zu sagen. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Ich denke mal, dass es in den nächsten Tagen noch ein bisschen was zu berichten gibt. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und in, ja, bald werden wir auch wieder hier im Disneyland Paris sein. Irgendwann im Februar. Der Termin ist noch nicht genau bekannt. Werden wir noch sehen. Und wenn, dann berichte ich euch das natürlich. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Bye, bye.